Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Friedensfreunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es gut, dass Sie alle hier sind. Ich finde aber, wir müssen noch viel mehr werden. Wir müssen auch viel lauter werden. Es muss einfach dieser Kriegswahnsinn, dem muss vernehmlich, klar, deutlich widersprochen werden, weil das ist eines der größten Gefahren und Probleme dieser Welt, dass hier durch die USA jetzt seit Jahren rausnimmt, im Rambo-Manier einen Vertrag nach dem nächsten zu kündigen, dass sie sich seit Jahren, das hat ja nicht erst mit Trump angefangen, herausnimmt überall auf dieser Welt, wo sie Rohstoffinteressen haben, wo sie Absatzmärkte wittern, wo sie einfach nur Einfluss haben wollen, mit Bomben, mit Militär vorzugehen. Und wir finden das skandalös und ich finde, wir müssen uns dagegen wehren, weil es wirklich eine unerträgliche Politik ist. Und natürlich, es gibt viele Probleme auf dieser Welt, es gibt auch viele Probleme in unserem Land. Viele Menschen natürlich haben vor allem auch soziale Probleme, soziale Nöte, schlechte Löhne, steigende Mieten. Und es gibt natürlich auch die Umweltprobleme, es gibt den Klimawandel, es gibt vieles, was bedrohlich ist, was die Zukunft betrifft. Aber ich finde es falsch, dass in den ganzen Debatten über Zukunftsbedrohungen das Thema Krieg und Frieden eine viel zu geringe Rolle spielt. Die Kriegsgefahr ist nach wie vor die größte Gefahr für die Zukunft der Menschheit und des Lebens auf diesem Planeten. Und deswegen muss man da etwas tun. Denn wir haben nach wie vor eine Welt, die vor Atomwaffen starrt. Wir haben auch hier in Deutschland welche. Und es gibt ja die Verrückten, die daran arbeiten, die zu modernisieren. Und natürlich ist das existenziell gefährlich, was sich im Nahen Osten tut. Und ein möglicher Krieg gegen den Iran, der würde doch nicht nur den Iran betreffen. Das war doch bei den ganzen anderen Kriegen vorher auch schon so. Natürlich haben sie andere Länder, die ganze Region, sie haben auch Europa mit betroffen, indirekt natürlich auch die USA. Ohne den Irakkrieg, der in diesem Land Verheerendes angerichtet hat, der 1 Million Menschenleben gefordert hat. Ohne den Irakkrieg gäbe es auch keinen islamischen Staat, keine Terroranschläge muslimischer Extremisten. Das ist ja auch eine Folge gewesen. Oder nehmen Sie den Krieg gegen Syrien, den Bürgerkrieg, der ja inszeniert war, der mit Waffenlieferungen munitioniert wurde. Ein ganzes Land ist zerstört worden. Einer ganzen Bevölkerung ist im Grunde alles genommen worden, was sie hatte. Und natürlich war es dann auch so, dass sehr viele Menschen aus diesem Land geflohen sind, dann auch nach Europa gekommen sind. Aber das eine hängt ja eben mit dem anderen zusammen. Und Europa ist direkt und nah dran am Nahen Osten. Oder sehen Sie den Krieg gegen Libyen damals, der Sturz von Gaddafi. Der hat ein Land zerstört. Das ist kein Staat mehr. Das ist im Grunde ein Land, in dem sich Warlords bekriegen. Und jetzt jammern europäische Staaten, dass es da keine Ordnung mehr gibt. Ja, das hätten Sie sich mal früher überlegen sollen, bevor Sie da Kriege führen, bevor Sie da intervenieren. Das wäre doch tatsächlich mal zu bedenken gewesen. Und über Afghanistan kann man Ähnliches sagen. Und ich finde es wirklich skandalös und unerträglich, wie trotz dieser Vorgeschichte, obwohl wir an so vielen Beispielen sehen können, was diese Kriege angerichtet haben, wie viel Leid, wie viel Mord, wie viel Zerstörung dadurch in die Welt gekommen ist, dass das immer weiter so läuft, dass immer weiter gemacht wird und eben nicht nur Donald Trump und die US-Administration, sondern es ist ja von meinen Vorrednern, denen ich auch sehr danke, dass sie heute hier gesprochen haben, deutlich gemacht worden, Europa ist mitverantwortlich, die Bundesregierung ist mitverantwortlich, solange sie nicht klar Nein sagt und Stopp sagt und sich dagegen wehrt. Und ich finde auch, es wird schon viel zu viel als normal hingenommen. Es wird schon viel zu viel irgendwie akzeptiert, obwohl es eigentlich unglaublich ist.
Also Sie alle haben die Meldung ja gehört vor einigen Tagen, als dann gemeldet wurde, Kriegsangriff auf den Iran in letzter Minute abgeblasen. Das wurde dann noch so gemeldet, dass dann viele vielleicht gesagt haben, ach, ein Glück, ist ja abgeblasen worden. Also klar, ich war auch erleichtert, dass es abgeblasen wurde. Aber was heißt denn das, 10 Minuten vor dem wirklichen Angriff abblasen? Das heißt, es war so weit vorbereitet, dass es fast stattgefunden hätte. Stellen Sie sich mal vor, ein anderes Land hätte das gemacht. Stellen Sie sich die Nachricht vor, Russland, 10 Minuten vor dem Überfall aus Litauen wurde der militärische Angriff abgeblasen. Da hätte doch keiner gesagt, ach, ist ja schön, wunderbar, dass sie das abgeblasen haben. Es wäre eine riesige Empörung, und zwar natürlich berechtigt, durch alle Medien gegangen, wie die denn so wahnsinnig sein können, so einen Angriff vorzubereiten. Weil das ist doch das, was in dieser Nachricht auch steckte, dass man ihn vorbereitet hat und das vielleicht auch weiter tut. Und die ganze Vorgeschichte zeigt ja auch, die Vorgeschichte dieses Angriffs, der dann eben abgeblasen wurde, die zeigt doch, dass hier Leute daran arbeiten, einen Krieg in die Wege zu leiten. Da kommen doch die düstersten Erinnerungen auf. Wenn ich mir dieses verschwommene Video da angucke, wo angeblich der Iran dieses Schiff attackiert haben soll. Und die ganze Debatte ist, ja, das ist ja sozusagen ein Beleg dafür. Und manchmal wird dann im Fernsehen gefragt, fragen Journalisten, ja, könnte das denn auch ein Fake sein? Und da wird gesagt, na, das machen die doch nicht. Die machen doch nicht ein Fake. Wer kann man denn? Ein Verschwörungstheoretiker ist man, wenn man den USA unterstellt, dass sie sowas vielleicht auch manipulieren. Ja, wie war das denn beim Irak? Was wurde denn da gefaked? Ja, nur wurde gefaked und gelogen. Alle Kriege haben mit Lügen begonnen. Und genau diese Lügen, die haben wir jetzt schon wieder. Und die treiben sich schon wieder voran. Und natürlich, ich hoffe auch immer noch, dass es diesen Krieg nicht geben wird. Weil es offensichtlich auch in den USA Leute gibt, nicht unbedingt fortschrittliche oder Friedensfreunde, aber die offenbar schon Angst davor haben, dass das nicht mehr kalkulierbar ist. Deswegen ist es sicherlich noch nicht entschieden. Aber die Gefahr ist groß. Und diese Gefahr muss tatsächlich ernst genommen werden. Und es ist ja gerade angesprochen worden, ob es dazu kommt oder nicht. Das wird eben sehr davon abhängen, auch wie sich Europa und wie sich Deutschland verhält. Und deswegen kann man nicht oft genug darauf hinweisen, wir sind hier nicht machtlos, sondern wenn Deutschland klar sagt, wir geben keinerlei Unterstützung, wir geben keine Überflugrechte und ihr dürft die Militärbasen, die auf unserem Territorium stehen, das ist kein exterritoriales Gelände, die dürft ihr nicht benutzen, dann können sie diesen Krieg gar nicht so leicht führen. Und deswegen hat man da auch eine Macht in der Hand. Und ich meine, da nervt es mich wirklich, wenn ich dann unseren großartigen Außenminister höre, den Glenn Maas. Ich meine, wenn jemand so ist politisch, wie er schon aussieht, dann ist es halt auch ein Problem. Man nimmt ihn nicht ernst, weil er sich eben immer unterwürfig verhält. Wenn ich den dann sehe und er sagt dann, ja, er appelliert auch an den Iran, der muss jetzt das Abkommen einhalten. Na, hat der Iran das Abkommen gebrochen? Es sind doch die USA. Und es ist doch Europa, das nicht das Rückgrat hat, den USA dort so Paroli zu bieten, dass der Iran tatsächlich die Vorteile dieses Abkommens weiter haben kann. Das ist doch das Problem. Wie kann man denn verlangen, dass ein Land ein Abkommen einhält, das ihm überhaupt keine Vorteile mehr bietet? Das kann man nicht ernsthaft verlangen. Und deswegen ist es jetzt an Europa, tatsächlich zu sagen, wenn die USA europäische Firmen sanktionieren, die mit dem Iran Geschäfte machen, na bitteschön, dann müssen wir eben auch amerikanische Firmen sanktionieren, die einen Krieg unterstützen, die mit einem Regime zusammenarbeiten. Das kann man doch machen. Und das ist doch eine Ansage. Und solche Ansagen, die wünsche ich mir, so eine Bundesregierung, die das mit Rückgrat vertritt,
Das wäre doch dringend notwendig, statt sich immer wieder duckmäuserisch anzubiedern, sich versuchen, mit keinem irgendwie zu verderben. Oder eben den Hinweis, den man dann auch immer wieder hört. Das Mullah-Regime, das ist ja reaktionär und bösartig. Ja, natürlich ist das Mullah-Regime reaktionär und bösartig. Na und, was bringt uns das in dieser Situation, dieser Hinweis? Der nützt uns doch einfach gar nichts. Weil es ist doch nicht so, dass die Kündigung dieses Vertrages und die Eskalation jetzt das Mullah-Regime schwächt. Es schwächt doch gerade die Kräfte im Iran, die für etwas Offenheit und Liberalität gekämpft haben. Das waren doch die, die das Abkommen unterstützt haben. Und nicht die reaktionären Mullahs. Die freuen sich vielleicht sogar, dass es jetzt vorbei ist. Und einen Punkt möchte ich auch noch mal wiederholen, auch wenn er schon angesprochen wurde, weil das finde ich eben auch in der Debatte. Immer wieder muss man darauf hinweisen, es gäbe im Iran überhaupt kein Mullah-Regime, wenn nicht Großbritannien und die USA und deren Geheimdienste damals die fortschrittliche Entwicklung in den 50er Jahren abgebrochen hätten, zerstört hätten mit ihrem Putsch und damit, dass sie den Schah damals wieder installiert hätten. Das gehört doch zur historischen Wahrheit dazu. Und das zeigt eben auch die ganze Verlogenheit dieser Politik. Und ich glaube, da müssen wir uns alle gar nicht gegenseitig agitieren, weil man sieht es doch auch, bei dem einen Land ist es plötzlich ganz schlimm, wenn da ein reaktionäres Regime ist. Bei dem anderen Land hat man beste Freunde. Saudi-Arabien wird immer noch hofiert. Und ich meine, da wird auf brutale Weise, werden da Homosexuelle hingerichtet, werden Menschen ausgepeitscht, werden Menschen geköpft. Und das stört niemanden, weil es ist ein Verbündeter der Amerikaner. Und wenn man ein Verbündeter ist, dann darf man ruhig ein Diktator sein. Nur wenn man kein Verbündeter ist, dann um Gottes Willen plötzlich kommen die Menschenrechte ins Spiel. So eine verlogene, heuchlerische Politik. Und davon dürfen wir uns eben auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und deswegen fände ich es wirklich wichtig, dass wir hier in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt, das wäre natürlich noch besser, dass endlich eine souveräne Politik gemacht wird gegenüber Washington und dass endlich auch die Interessen Europas und die Friedensinteressen in den Mittelpunkt gestellt werden, statt immer wieder hinterherzukriechen und sich immer wieder zu unterwerfen. Und das fängt ja bei vielen Fragen an, da geht es um Rüstung. Ich meine, diese ganze peinliche Diskussion, dass wir hier Aufrüstung brauchen, nur weil also Donald Trump und die NATO solche schwachsinnigen Beschlüsse fassen von 2%. Und dann höre ich also Frau Kramp-Karrenbauer und wie sie alle heißen, dass sie das dann einhalten wollen, diese ganze irrsinnige Aufrüstung. Das gehört ja auch zu der Frage Krieg und Frieden dazu. Wenn man immer mehr aufrüstet, heißt das nicht nur, dass man viel Geld verschleudert, mit denen man viel bessere Dinge tun könnte. Es erhöht auch die Kriegsgefahr. Waffen finden ihren Krieg und je mehr aufgerüstet wird, desto unsicherer wird diese Welt und nicht desto sicherer. Und deswegen muss es auch ein ganz klares Signal sein, niemand in diesem Land will weitere Aufrüstung. Auch das sollte die Bundesregierung endlich mal zur Kenntnis nehmen. Und in diesem Sinne, ich weiß, dass es ganz schön warm ist und Sie stehen da alle und Sie sind schon lange da. Aber ich finde, wir sollten von dieser Kundgebung mitnehmen. Wir müssen mehr werden, wir müssen lauter werden. Ich weiß, dass am Wochenende in Rammstein die nächste Aktion sein wird, wo man auch dort protestiert gegen diese Politik. Und ich finde, wir brauchen eine starke Friedensbewegung, um das zu stoppen und um auch die Bundesregierung unter Druck zu setzen. Von alleine werden die sich nicht korrigieren. Aber wenn immer mehr Menschen sich mit dem Thema befassen und wenn diese Menschen dann auch sich wehren und auf die Straße gehen und deutlich artikulieren, dass sie das ändern wollen, dann ist das ein Druck. Und ich glaube, nur dann haben wir eine Chance. Weil ich wünsche mir wirklich, dass wir irgendwann mal wieder in Deutschland eine Regierung bekommen, die das wunderbare Motto Willy Brandts ernst nimmt. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Nicht gegen den Iran, nicht gegen andere Länder. Das ist unser Motto. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Es ist schon tausendfach gesungen und von der ganzen Welt gehört. Ging von den Alten
sich mit ihnen neu empört. So viele Reime sind gelungen, ein starker Bund der Harmonie. Doch immer viel zu früh verklungen die großen Friedensmelodien. Kann uns ein Lied noch Frieden lehren? Lehrt man nicht täglich uns den Krieg? Uns zu behaupten, zu bewähren, man setzt sich durch, man setzt auf Sieg. Als wäre nicht weniger, oft mehr, als gäbe es kein Hand in Hand. Als wären schon alle Blicke leer, als hätten wir uns nie erkannt. Als hätten wir uns nie erkannt. Als ob wir es nicht besser wüssten, was uns zusammenbringen kann. Worauf wir öfter hören müssen, man kann ihn brechen, diesen Bann. Die Programmierung aufgehoben, die alten Muster überdacht. Die kalten Krieger weg da oben, nur Friedenskanzler an die Macht. Lernt aus den Liedern von John Lennon, lernt von Mandelas sanftem Blick. Lernt aus den Häusern, die noch brennen, lernt von den Träumern, lernt vom Glück. Zwei Hände, um ein bisschen Rhythmus mitzugeben. Danke, dass ihr hier seid. Kann es weitermachen.